Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin endlich wieder da nach einer etwas längeren Pause. Ich war ja erst beschäftigt mit Heiraten und Flitterwochen und dann hat mich leider Stress und Migräne und jetzt auch noch die letzte Woche Corona ziemlich aus der Bahn geworfen. Aber ja, ich bin so langsam wieder fit und hatte einfach keinen Bock mehr rumzuliegen. Deswegen kommt dort ein Video und wir versuchen mal wieder etwas Neues auf diesem Kanal. Also lasst mich doch gerne in den Kommentaren wissen, was ihr von diesem Format haltet. Und ja, dann würde ich sagen, legen wir direkt los. Wie einige von euch vielleicht wissen, habe ich früh gestreamt. Und bei uns im Stream gab es einmal die Woche den Doku-Sonntag. Das war das Highlight für viele. Und ja, da haben wir einfach gemeinsam Dokus auf YouTube geschaut. Und es war großartig. Da ich aktuell aber nicht streame und auch nicht weiß, ob ich da in Zukunft wieder die Zeit für finden werde, dachte ich, mach mir so einen Zwischenweg. Ist zwar kein richtiger Doku-Sonntag, aber wir schauen uns heute mal das neue Video vom Unbubble-Kanal an. Und ich bin mega gespannt. Let's go. Ich habe ja schon viele Tiere getötet. Ich finde es einfach nicht schlimm. Wir können doch nicht weiter so machen wie bisher und die ganzen Lebewesen einfach nur misshandeln und quälen. Ich liebe dieses Format übrigens. Isabel, ich bin Ist gelernte großartig. Metzgerin und ausgebildete Jägerin. Mein Name ist Peter Hübner, ich bin Tierrechtsaktivist. Für mich persönlich ist es so, dass ich aus ethischen Gründen Veganer bin. Yes! Ich esse sehr gerne Fleisch. Das ist für mich aber ein Genussmittel und kein Grundnahrungsmittel. Ich hatte das Schlachten schon als Kind gelernt auf dem Bauernhof meiner Großeltern. Bis zum Jahr 2014 war ich ein absoluter Fleischnerd. Es gab für mich nichts Größeres als gut zubereitetes Fleisch. Ich bin auch nicht aus geschmacklichen Gründen Veganer geworden, sondern aus rein ethischen Gründen. Geht mir, by the way, ähnlich. Also, ich habe das Thema Veganismus hier auf dem Kanal ja noch nicht so wahnsinnig viel thematisiert, aber ich lebe inzwischen seit 2,5, fast 3 Jahren vegan jetzt. Und ich habe vorher auch schon relativ viel Fleisch gegessen. Also ich habe Burger über alles geliebt. Ich habe Spare Ribs über alles geliebt. Ich bin sogar so weit gegangen und habe gesagt, ich würde Babys mit Spare Ribs machen. Ich habe auch echt viel Fleisch gegessen und ich habe immer gesagt, boah, nee, ich könnte das ja nicht. Ich könnte ja nicht auf, keine Ahnung, XY verzichten. So lustig, wie eigentlich alle VeganerInnen, die ich kenne, quasi genau den gleichen Werdegang haben. Ja, voll spannend. Fleisch wäre eine ethisch vertretbare Alternative zu normalem Fleisch. Wildfleisch ist eigentlich ein Nebenprodukt der Forstwirtschaft, wenn man es so ganz unromantisch ausdrücken möchte. Und das wäre ja eine Schande, das nicht zu nutzen. Von daher wäre es sogar besonders ethisch, es zu essen. So einen Anzug hatte ich tatsächlich die letzten Monate, allerdings natürlich in Weiß, täglich während der Ausbildung an. Nehme mal an, da es ja doch bei mir um Fleisch und Jagd geht, dass dieses Thema kontrovers diskutiert wird. Ich denke, dass wir einen sehr interessanten Austausch über Gesundheit und über Ethik führen werden. Aber wie gesagt, ich weiß überhaupt nicht, was auf mich zukommt. Hallo, Hi, grüß dich. ich bin Isa. Ich bin Peter, hallo. Freut mich. Hi. Hallo, ihr beiden. Ihr durchlauft jetzt 3 Runden, in denen ihr sehr persönliche Fragen über euch selbst beantwortet. Das Wichtigste dabei ist, hört einander zu. Lasst euren Gegenüber seine und ihre Geschichte erzählen. Seid offen und ehrlich. Okay, ich bin gespannt. Ich auch. Welche Speise löst besondere Emotionen oder Erinnerungen in dir aus? Wow. Besondere Emotionen lösen tatsächlich Fischstäbchen, Spinat und Kartoffeln. Das hat Mama früher immer für meine Schwester und mich gemacht. Also Der wenn jemand sich Klassiker. gut fühlen will an einem schlechten Tag, dann macht mir das und dann kriegt direkt Kindheitserinnerungen.
Wie sieht das perfekte Abendessen für dich aus? Das perfekte Abendessen sieht eigentlich aus, dass wir eine ruhige Stimmung zu Hause aufbauen, einen schön dekorierten Tisch haben, leckere Getränke auf den Tisch stehen haben und einfach entspannt am Tisch sitzen, wo man den Alltag hinter sich liegen lassen kann und sich am Tisch normal unterhalten kann, ohne in Zeitstress zu sein. Ja, würde ich mitgehen. Welche Erfahrung hat dein Leben am stärksten verändert? Ich würde sagen, das war so die Sammlung an Erfahrungen, die ich während meines ersten Studiums erfahren habe. Ich habe Landwirtschaft studiert, aber bin davor in der Großstadt groß geworden, ohne wirklich intensiven Kontakt. Also das war wirklich mal im Urlaub eine Kuh irgendwo auf der Wiese gesehen, aber sonst keine Ahnung gehabt, wie Tiere produziert werden und wie Lebensmittel erzeugt werden. Und das war sehr interessant, aber auch sehr prägend. Und jetzt du, erzähle mir von einer Situation, die dafür gesorgt hat, dass du dein Leben verändert hast. Ich habe im Jahr 2014 beim Angeln einen Hecht gefangen. Ich habe den Hecht in die Augen geguckt und ich konnte den Fisch nicht töten. Und ich habe den einen Kuss auf die Stirn gegeben, vom Bart gelöst und zurückgesetzt ins Wasser. Das war in unserem Urlaub. Wir hatten ein Haus in Schweden gehabt, wo ich regelmäßig geangelt habe. Als wir nach 10 Tagen wieder nach Deutschland zurückgekommen sind, bin ich mit einem Wurstbrot zur Arbeit gefahren und bin mit einem Wurstbrot zurückgekommen und lebe seitdem vegan. Meine wow, Alter. Ich habe gerade ein bisschen Gänsehaut gekriegt. Das ist schon, wow, voll die romantische Vegan-Story. Vor allem, dass es, also klang jetzt zumindest so, als käme das, als sei es relativ irgendwie aus dem Nichts gekommen, was halt voll krass ist, weil bei den meisten ist es ja irgendwie so ein Prozess, erstmal sich aktiv damit zu beschäftigen, anzufangen, das zu hinterfragen, die Ernährungsgewohnheiten und so, und dass es dann so peu à peu irgendwie sich dieser Gedanke festigt. Und so ähnlich war es bei mir auch. Also ich habe mich erstmal ein bisschen damit beschäftigt und dann habe ich so diese klassischen VeganerInnen-Dokus geschaut, also so Earthlings war es bei mir, glaube ich, in dem Fall, und irgendwann auch Cowspiracy, und dann war irgendwann klar, okay, also alles andere ergibt für mich einfach gar keinen Sinn, und so kam das bei mir. Aber er hat voll die sweete Story, Mann. Er hat dem Hecht einfach in die Augen geschaut und ihm einen Kuss auf die Stirn gegeben. Das ist ja fast wie ein Märchen. Meine Mutter lebt in einer Einigerwohnung. Die war natürlich schockiert, dass meine Frau mich dann unterstützt hat in meinem Lebenswandel. Meine Mutter sagte, aber Peter, ich bin Genussmensch, ich muss Käse essen. Ich kann nicht mehr viel kochen. Der Klassiker. Meine Mutter hat dann 3 Monate vegetarisch gelebt und ist dann mit 72 Jahren ebenfalls Veganerin geworden. Wow. Oh mein Gott, boah, das finde ich einfach so geil, wenn Menschen, weil viele behaupten ja, in dem Alter, da änderst du deine Ernährungsgewohnheiten dann auch nicht mehr und so, und die sind anders groß geworden und bla und bla, und wenn ich dann sowas höre, dann denke ich mir so, boah, das ist so cool, das ist so mega cool, Alter, ich würde so abnormal feiern, wenn meine Mutter vegan werden würde. Das finde ich richtig stark. Ich meine, obviously ist es halt super gesund, also im besten Fall hat man dadurch auch irgendwie länger was von seinen Eltern. Aber das ist einfach so cool. Das ist einfach so cool. Mama, wenn du das schaust, bitte werd vegan. Ach, das wäre so geil. Sage deinem Gegenüber etwas, das du jetzt schon an ihm oder ihr magst. Also ich fand es sehr gut, als du von deinem Studium schon berichtet hast, wie offen du warst. Ich finde, by the way, diese Frage echt schwierig. Also das ist nicht die erste Folge von dem Format, die ich gucke, und die Fragen sind ja immer gleich aufgebaut. Und also ich weiß natürlich, wie viel weggeschnitten wird, so, aber es wirkt immer so, als hätten die 2 Sätze ausgetauscht und dann müssten die sagen, ja, was haben wir gemeinsam so. Finde ich teilweise richtig hart. Oder? Auch mit der Tierhaltung umgegangen bist
Und ich finde die offene Art gut und ich bin schon auf das Gespräch gespannt, das wir führen, weil dein erstes Studium lässt schon sehr viel Austauschmöglichkeiten zu und auf dein zweites Studium, ich schätze nämlich, da kommt noch eins hinterher, bin ich sehr gespannt. Zu Recht. Nenne mir drei Dinge, die du und ich deiner Meinung nach gemeinsam haben. Ich bin mir sicher, dass wir beide sehr, sehr bewusste Konsumenten sind, dass wir beide Tiere gerne mögen und dass wir versuchen, für unsere Überzeugungen andere Leute zu gewinnen. Das glaube ich allerdings auch. Ich weiß, ich tue mich irgendwie immer ein bisschen schwer. Also, verstehe mich nicht falsch. Ich würde sagen, wenn man Jägerin ist und nur die Tiere konsumiert, die man selber gejagt hat, ist es mit Sicherheit auf jeden Fall besser als Fleisch im Supermarkt zu kaufen. Aber ich tue mich irgendwie immer schwer mit Menschen, die sagen, sie mögen Tiere und essen sie dann. Oder? Es ist irgendwie so, also bei ihr vielleicht, aber es gibt halt voll viele Leute, die sagen, ja, ich bin voll tierlieb und oh, ich liebe Tiere. Und dann hauen sie sich irgendwie halt das Hardcore-Billigfleisch rein und essen ihre Salami-Pizza und whatnot. Da tue ich mich echt schwer mit. Weil so funktioniert für mich halt Tierliebe nicht. Aber okay. Auch, ja. Bin mal gespannt, wo das Gespräch von den beiden jetzt noch hingeht. Weil jetzt beginnt eigentlich der spannende Part. Ich bin gelernte Metzgerin und ausgebildete Jägerin. Mein Name ist Peter Hübner, ich bin Tierrechtsaktivist. Der Vorteil an Wildfleisch ist, dass so ziemlich alle Argumente, die eigentlich gegen Fleisch sprechen, nicht auf Wildfleisch zutreffen. Wir haben keine Schlachtung, wir haben keine Tierhaltung, keine Futterimporte. Entsprechend werden keine Regenwälder abgeholzt. Also kann man da eigentlich gegen diese ganzen Argumente angehen, wenn man Wildfleisch statt normalem Fleisch isst. Immer ja. Immer wieder höre ich, ob das man ja nur Biofleisch isst oder dass die Tiere gejagt werden. Ja. Letztendlich. Boah, Alter, das mit dem Biofleisch, ne, das. Die VeganerInnen unter euch, ihr werdet das so nachvollziehen können, aber auf jeder Familienfeier oder Party oder Grillfest, I don't fucking care. Wenn irgendwie auf den Tisch kommt, dass du vegan bist und trust me, Leute, ich gehe nicht auf ein Grillfest und sage, hey Leute, ich bin vegan. Ich bringe mir meine eigenen veganen Sachen mit und möchte einfach nur für mich irgendwie irgendwas essen und dann sehen die Leute das und dann kommt das Gespräch auf. Und trust me, 10 von 10 Fällen, es kommt immer, ja, also ich esse auch nur noch Biofleisch. Und ich esse auch nur noch ganz selten Fleisch und ja, ich kaufe das auch nur beim Metzger um die Ecke. Und also es gibt quasi gar keine Leute, die Fleisch aus der Massentierhaltung konsumieren. Ich weiß gar nicht, warum das so viel noch produziert wird, weil es essen doch alle nur noch Bio. Ja, es ist wirklich jedes Mal, es ist so krass. Auch dort am Ende immer ein brutales Ende, nämlich ein Gewaltakt, der Tod und die Tötung von Lebewesen, die leben wollen. Ja, dann haben wir eine gute Ausgangsbasis. Also ich hatte damit nicht gerechnet. Jetzt hätte ich aber mal eine Frage zu dir als Jägerin. Für mich sind ja Jäger immer 3 Kategorien. Einmal die Jäger, die Selbstversorger sind. Mit denen möchte ich ins Gespräch kommen. Dann habe ich die Jäger, die für mich Ranger sind, die eigentlich nur noch vor unfalltes und krankes Tier jagen. Vor denen ziehe ich meinen Hut, die brauchen wir. Und dann habe ich die Gruppe der Gesellschaftsjäger und Trophäenjäger, die ich verachte. Ja, das geht. Ich gehe mal von aus, du gehörst zu der Selbstversorgergruppe. Oder wo darf ich dich einordnen? Ja, also das ist meine Motivation. Aber ich gehe auch gerne auf Gesellschaftsjagden. Ach. Und auch wenn ich viele Ansichten mit denen vielleicht nicht teile, habe ich Verständnis dafür. Aber was? Nee, also da hörst du bei mir halt auch komplett auf, ne? Ein Tier einfach zu jagen, einfach so just for fun, das geht mir halt gar nicht in den Kopf rein. Das ist für mich völlig
Also Speziesismus, wie er leibt und lebt, wie nein, das ist einfach so, warum? Warum kannst du jetzt hingehen als Mensch und sagen, ich bin ein krasser Ficker und ich möchte jetzt Spaß haben und das geht halt auf Kosten von Tierleben, so. Das verstehe ich nicht. Nee, da bin ich auch echt komplett raus. Also diese reinen SelbstversorgerjägerInnen, okay, weiß ich nicht, kann ich auch überhaupt nicht nachvollziehen, könnte ich nicht, würde ich nicht wollen, aber das sehe ich noch. Das sehe ich irgendwie ein. Ranger sowieso, aber dieses for fun Tiere umbringen? Was ist das? Das ist an einer Gesellschaftssache toll, wenn man sich hinstellt und ein wehrloses Tier aus dem Unterholz, aus dem Dickicht zusammentreibt und einer darf es dann abschießen. Was ist daran toll? Also muss ich mich präsentieren gegenüber anderen Leuten, dass ich der beste Schütze bin? Ich kann mir gut vorstellen, dass das vielleicht zum Teil mit reinspielt. Also jetzt weniger bei mir, aber grundsätzlich, ohne da jetzt so auf die Geschlechter einzugehen, aber ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht für manche Männer eher ein Anreiz ist als für Frauen, meiner Erfahrung nach. Aber auch das halte ich ein bisschen für menschlich. Weil wenn man überlegt, wie die Menschen früher sich ernährt haben, kann ich schon nachvollziehen, dass das Töten eines Tieres einen in gewisser Weise mit Stolz, in Anführungsstrichen, erfüllt. Weil es hat halt viele Jahrhunderte unser Überleben gesichert. Also ich möchte nicht, dass es rüberkommt, dass es jetzt der Spaß am Töten ist, sondern dass dieses komplexe Thema Jagd einen mit Freude erfüllt. Aber eine Gesellschaft sagt, Entschuldigung bitte, was ist denn der Spaß an? Fleischbesorgung? Nein, das bezweifle ich in dem Moment. Es ist eine Gruppenjagd. Da werden ja Tiere getrieben, da werden Familienverbunde auseinandergerissen. Man greift aktiv in eine normalerweise gesunde Natur ein. Ich nehme mal das typische Beispiel. Es gab mal eine Zeit, da hat man sehr viele Füchse gejagt. Bei uns in Norddeutschland war das extrem. Heute haben wir ein Problem mit den Nagern. Ich brauche dir als Jägerin nicht zu sagen, dass der Fuchs eigentlich der Regulator ist, um die Nager wegzufangen. Man greift ja mit der Jagd bewusst in die Natur ein, weil man einfach einen Spaß hat. Und den Spaß kann ich nicht definieren, weil es ist nicht die Fleischversorgung. Wenn es dann nicht der Spaß des Tötens ist, dann kann man ja auch auf eine Wiese gehen, wo man mit diesen, ich weiß gar nicht, wie sich das Spiel nennt, wo man sich mit diesen Farbkugeln beschießt. Das wäre doch das gleiche in Grün. Ja, ohne Scheiß. Ich glaube, das ist einfach wieder so ein Machtding. Menschen sind einfach geil auf Macht. Und in dem Moment, wo sie darüber entscheiden, das Leben des Tieres an der Stelle zu beenden, mit eigener Hand zu beenden oder durch eigene Hand, durch die eigene Waffe, ja, ich glaube, das ist so ein Machtding. Dann fühlen sie sich einfach geil. Sie haben diesen Moment von ich habe mal ein Referat über Computerspiele und die Auswirkungen von gewalttätigen Computerspielen gemacht, bla bla bla. Und Fakt Nummer eins, warum Ballerspiele in Anführungsstrichen auch so beliebt sind, ist die unmittelbare Selbstwirksamkeit, die man erfährt. Also wenn ich im Leben Entscheidungen treffe, einen bestimmten Weg einschlage, dann kommt das Ergebnis meistens nie direkt. Also es dauert immer, bis irgendwas sich verändert oder bis irgendwas passiert. Und in einem Computerspiel, in einem Ballerspiel ist das nicht so. Ich drücke mit der linken Maustaste und ich schieße und kille meinen Gegner. Und das passiert instant. Das heißt, ich erfahre umgehend Selbstwirksamkeit. Und ich glaube, das spielt da halt auch voll krass mit rein. Also es geht einmal um Macht und um Selbstwirksamkeit. Also dass ich eine Waffe in der Hand habe, schießen kann und durch meine Entscheidung, durch meine Handlung passiert umgehend etwas. Ich töte sofort ein Tier, also wenn ich treffe natürlich, töte dieses Tier und entscheide darüber und habe Macht. Und ich finde es einfach irgendwie widerlich, muss ich sagen. Also zu sagen, dass man Tiere liebt, aber man geht auf Gesellschaftsjagd, ist für mich, das ist einfach ein kompletter Gegensatz. So, das funktioniert für mich nicht.
macht auch Spaß. Also das macht auch tatsächlich einfach ich hab's ohne noch nicht Hintergedanken. Gemacht. Paintball. Ah ja, danke, genau. Spaß. Ich würde gerne erstmal bei dem Punkt der Notwendigkeit ansetzen. Ja. Ich meine, es ist ja bei uns im Gesetz festgehalten, dass man ein Tier nicht aus Spaß oder grundlos töten darf. Richtig. Von daher würde ich sagen, unsere Jagd in Deutschland ist ja gesetzeskonform, sonst würde sie so nicht bestehen. Und von daher kann man, glaube ich, schon sagen, dass da eine Sinnhaftigkeit hintersteckt, weil die Natur, wie du sie gerade beschrieben hast, meines Verständnisses nach von Forst und Landwirtschaft nicht mehr so existiert. Also ich wohne ja in der Stadt und trotzdem bei uns im Umland gibt es ganz viel Wildschweine. Die kommen auf die Friedhöfe, die kommen auf die Maisfelder, natürlich sehr gerne auf die Rübenfelder. Und was wäre die Alternative, wenn wir sie nicht im Herbst oder im Winter im Rahmen von so einer großen Jagd mit 50 Mann stark minimieren in ihrer Populationsgröße? Weil man kann nicht sagen, okay, wir lassen die alle von den Autos überfahren oder verhungern oder führen eine neue Seuche ein. Das wäre ja auch alles nicht für das Tier angenehm. Führen eine Seuche ein, aber Alter, was? Aber Wissenschaftler haben ja festgestellt, dass gerade die Wildschweinpopulation, je stärker der Jagddruck ist, desto mehr vermehren sie sich. Man hat es in Berlin gesehen, wo sie extrem bejagt worden sind, Brandenburg auch, und die Populationen sind auch umgegangen. Letztendlich ist ja diese Fehlentwicklung in der Natur nur durch den menschlichen Eingriff bewirkt worden. Ich muss die Tiere nicht jagen. Ich finde einen Grund, um Tiere zu jagen, nämlich eine Bestandsregulierung. Dabei habe ich den, oder nicht ich, sondern unsere Gesellschaft, diesen Jagddruck ja erst künstlich aufgebaut. Mhm. Das, was Bestandsregulierung ist, ist nichts weiter als der innere Wunsch, ich möchte die Macht ausspielen, über Leben und Tod zu entscheiden. Und als vernünftigen Grund führe ich an, Geschmack, ich möchte es essen, oder ich möchte eine Bestandsregulierung machen. Und diese Bestandsregulierung, weil die schon ethisch und moralisch verwerflich ist, sagst du einfach, wenn ich jetzt aber dieses Tier verwerte, dann habe ich auch den vernünftigen Grund und habe ein gutes Gewissen. Wir machen uns was vor. Wenn du die Möglichkeit hast, mit deinem Verhalten dafür Sorge zu tragen, dass kein Mensch mehr hungern müsste, wärst du bereit, dafür auf Jagd und auf Fleisch zu verzichten? Ich könnte ja jetzt schon, wenn ich mein Verhalten ändere, viel, viel Gutes in der Welt tun. Aber ich habe halt für mich persönlich irgendwo die Grenze gezogen, wo ich gesagt habe, ich kaufe dieses Fast-Fashion-Produkt, ich kaufe dieses elektronische Produkt, ich kaufe dieses tierische Produkt mit dem Wissen, was für Konsequenzen das hat. Weil sonst, wenn man dein Gedankenspiel ganz zu Ende spielt, müsste man sich selber umbringen. Weil wir jeden Tag mit dem, was wir tun, irgendjemandem schaden. Und okay. Ich habe mich sehr intensiv beim Jagen und auch bei meiner Ausbildung damit beschäftigt. Ich habe ja schon viele Tiere getötet. Ich finde es einfach nicht schlimm. Und ich habe mir die Frage gestellt, müsste ich es schlimm finden? Und ich finde es nicht schlimm. Ich glaube, wenn du deine Ideen äußerst... Ich finde es so krass. Also ich glaube mir das, dass ich das nicht schlimm finde, Tiere zu töten und zu essen. Das ist so... Es geht so was von gar nicht in meinen Kopf rein, wie man einfach ein Tier mit eigenen Händen oder mit der eigenen Waffe selbst einfach töten kann. Ich könnte das nicht. Ich glaube auch tatsächlich, dass wenn alle FleischkonsumentInnen mindestens einmal bei der Tötung eines Rinds oder eines Kalbs oder whatever dabei sein müssten, dann würden deutlich weniger Leute Fleisch essen. Ich glaube, die meisten sind sich dessen ja gar nicht bewusst, dass das wirklich ein Tier ist, das stirbt für den Genuss. Und dass man mit eigenen Augen zu sehen oder mit eigenen Augen mal mit eigenen Händen mal machen müssen, ich glaube, sehr, sehr viele Leute könnten das nicht. Mich eingeschlossen, ich könnte das auch nicht. Also wenn ich mir diese Cola-Augen von einem, keine Ahnung, frisch geborenen Lämpchen vorstelle und ich müsste das jetzt irgendwie töten. No way. Ich würde komplett zusammenbrechen. Ich könnte das, glaube ich, nicht mal, wenn mir jemand eine Waffe an den Kopf halten würde. Es ist so... Ich müsste... Nee, ich könnte das nicht. Ich find's so krass, dass Leute einfach so... eiskalt in Anführungsstrichen sind, dass sie es einfach durchziehen. Die,
sehr schön, sehr idyllisch. Das wäre vielleicht dann das harmonischste, romantischste Gedankenspiel. Aber es ist meiner Einschätzung nach so fern ab der Realität, dass es eigentlich niemandem etwas bringt. Weil wenn ich wirklich etwas ändern will, dann muss ich einen Ansatz verfolgen, der auch wirklich eine Chance hat, umgesetzt zu werden. Deswegen ja meine Idee, man sagt, konventionelle Tierhaltung ist aus sehr vielen Gesichtspunkten nicht gut. Unethisch. Unethisch. Veganismus auf der anderen Seite wäre die perfekte Gegenbewegung. Gebe ich dir recht, dann wäre das ganze Thema erledigt. Aber, und auch da gehöre auch ich zu, es gibt Leute, die essen einfach gerne Fleisch und für die ist es in Ordnung, dass ein Tier stirbt. Und wenn wir den Leuten jetzt anbieten, guck mal hier Wildfleisch, das ist eine ethisch vertretbare Alternative, oder hier Veganismus, dann werden dir die Leute sagen, geh mir weg mit deinem Veganismus und aus Trotz sich dagegen extra stellen und sagen, ja, blöder Veganismus und jetzt esse ich noch ein Schnitzel mehr. Wenn man denen aber sagt, du, ich verstehe, dass du gerne Fleisch isst, ist nicht so geil, guck doch mal, was es für Alternativen gibt, dann haben wir ja, wenn derjenige dann auf diese Alternative zurückgreift, mehr in deine Wunschrichtung geschaffen, als wenn wir ihm sagen, werd vegan oder wird's nicht. Weißt du, also, was ich meine? Ich weiß, was du meinst und ich kenne auch die Argumentation. Aber du hast eine Sache irgendwie gesagt, die fand ich interessant. Du hast gesagt, ethisch. Kann es ethisch sein, ein Lebewesen zu töten, wenn es keine Notwendigkeit des Lebens gibt? Geschmack? Ich denke, dass kein Tier auf dieser Welt sich diese Gedanken macht. Von daher kann ich nicht mich mit dem Gedanken anfreunden, dass, weil ich ein Tier töte und das nicht schlimm finde, ich demnach in irgendeiner Weise, dass mit mir etwas nicht stimmt. Und das wäre ja quasi die Konsequenz, weil wenn du sagst, das ist falsch, das zu tun, und ich sage, ich mache es aber eigentlich gerne, dann wäre ja die Konsequenz das, was mit mir nicht stimmt. Und wenn ich jetzt denke, okay, ich bin der einzige Mensch auf der Welt, der das so empfindet, dann magst du wahrscheinlich recht haben. Aber wir haben 100.000 Jäger in Deutschland ungefähr. Wir haben sehr viele Fleischesser. Fast alle Tiere oder fast alle Tiere auf dieser Welt, außer der Mensch, konsumieren andere Tiere, ohne sich Gedanken darüber zu machen. Von daher würde ich auf deine Frage auf jeden Fall sagen, ja. Das ist das, auch wenn man es nur für den Geschmack macht, ist das in Ordnung. Ich sehe das etwas anders, weil der Mensch ist. Ich sehe es auch anders. Der Mensch ist ein Allesesser. Der ist kein Carnivore und kein Pflanzenfresser. Das sind Allesesser. Mhm. Und wir brauchen tierische Produkte nicht zum Überleben. Ich kann mich nicht auf Tradition berufen. Ja. Wir haben eine Evolution, wir Menschen. Aber das haben wir immer schon so gemacht. Wir haben schon immer Fleisch gegessen. Ja. Wenn ich mal die haben auch früher, keine Ahnung, Hexen verbrannt. Und mit machen wir auch nicht mehr. Gejagt und andere Menschen überfallen mit dem Knüppel. Das war damals okay. Vor etwas über 100 Jahren hat man noch Sklaventum gehalten. Das war okay, war gesellschaftlich akzeptiert. Ist trotzdem ethisch nicht in Ordnung. Wenn man jetzt gesagt hätte, aber es war so und darum ist das in Ordnung, dann ist das Stillstand. Ein Tier, das du jagst, hat ja Gefühle. Das möchte eigentlich überleben. Was mich mal interessieren würde dahingehend, das Reh oder das Wildschwein, das stirbt irgendwann. Wir haben es nicht in diese Welt gesetzt. Mhm. Und wenn du jetzt sagst, du möchtest nicht, dass das Tier leidet, du willst Tierleid verringern, das ist deine Motivation, dann ist doch der Schuss, den der Jäger auf das Tier anträgt und es kippt um, das ist doch die leidfreiste Variante. Also erstmal zwei Sachen. Grundsätzlich. Das mag die leidfreiste Variante sein im Vergleich zu Massentierhaltung und irgendwelche Gaskammern, in die Schweine da gesteckt werden, aber das macht's ja nicht gut. Also, yeah. Letztlich glaube ich nicht, dass ein Jäger mit jedem Schuss trifft. Ich habe viel zu viel angeschossenes Wild gesehen, das elendig krepiert ist, weil die Jäger nicht getroffen haben. Und das waren eigentlich nicht die Jäger, die Ansitzjagd gemacht haben, um sich Fleisch zu schießen, sondern es waren vornehmlich Gesellschaftsjäger, weil die schon aufgebrachtes Wild hatten. Auf das wie vielen Gesellschaftsjagden warst du schon? Ich habe viele Undercover gefilmt und ich selber habe einmal als Kind an einer Gesellschaftsjagd teilgenommen und fand das schon als Kind ekelhaft. Ich habe gemerkt, wie die Leute im Vorfeld getrunken haben, wie sie sich aufgepusht haben und gejohlt hatten, Boah. Wie ekelhaft sie mit den Tieren danach umgegangen sind, respektlos ihnen danach
den Lorbeer noch im Mund gesteckt hatten, dieses Eichenblatt. Ich fand das einfach widerlich. Das ist ja eigentlich eine Ehrerweisung. Nein, sorry, das ist, war für mich widerlich, sich damit als Trophäe fotografieren zu lassen. Boah, ich will da gar nicht drüber nachdenken, was das für Leute sind, die sowas machen. A, er trifft nicht regelmäßig, Punkt 1. Punkt 2, die Krankheiten und Seuchen. Und jetzt kommen wir eigentlich an den Punkt. Brauchen wir ja gar nicht als Menschen per Jagd einzugreifen, wenn wir die Raubtiere hier lassen würden. Der Wolf holt sich schon die kranken Tiere. Wir greifen nur ein, weil wir aktuell den ganzen Bestand kaputt gemacht haben. Er muss sich regulieren. Dann kannst du auch nicht mehr mit deinem Hund im Wald spazieren gehen, weil der Wolf dann sagt, das ist ein Eindringling, den mache ich jetzt mal platt. Die Wildschweine werden dann ja weiter sich am Mais satt fressen und dadurch in der Population explodieren. Das wird der Wolf nicht managen können. Man hat in Alaska, ja im Yellowstone, war das Alaska, du kennst dieses Beispiel mit dem Wolf im Yellowstone. Aber wie groß der ist sich der? Dort, ja, aber da, tolles Wolf, Beispiel genau, für diesen Park. Genau, da hat man den Wolf angesiedelt und hat man gesagt, wenn der Wolf nicht bejagt wird, gibt das ein Riesenchaos. Und es hat sich festgestellt, dass sich der Bestand wunderbar geregelt hat. Aber wie groß ist der Yellowstone-Nationalpark? Und welche Region in Deutschland wäre ungefähr so groß? Wir haben ja Gesamteuropa. Wir müssen es ja nicht regional beschränken, sondern also wir nehmen den ganzen Jagddruck weltweit raus. Ganz Europa bejagt überhaupt nicht mehr den Wolf. Dann haben wir so ein großes Gebiet, dass sie den Bestand automatisch reguliert. Ich gehe mit dir konform, dass unsere Gesellschaft aktuell in dem Punkt ist, wir wollen Fleisch essen. Ich glaube, 85% in Deutschland sind Konsumenten tierischer Produkte. Wir haben 15%, glaube ich, aktuell Veganer und Vegetarier. Ich glaube, die Zahlen sind ungefähr identisch. Darum heißt das, wir müssen einen gesellschaftlichen Wandel vollziehen. Wir müssen ein Nachdenken bringen. Ja, wir müssen raus. Wir können doch nicht weiter so machen wie bisher und die ganzen Lebewesen einfach nur misshandeln und quälen. Eine Gesellschaft kann man nur ändern, wenn man sich selber verändert. Yes. Friedvoller Aktivismus ist die einzige Form, etwas zu ändern. Trinkst du Alkohol? Nein. Rauchst du? Machst du irgendwas zum Spaß? Ja, ich rauche. Aber das ist ja auch was absolut. Machst du irgendwas zum Spaß? Alter. Nutzlos ist. Absolut nutzlos. Aber es macht Nein, ich bin Veganer. Veganer haben keinen Spaß im Leben. Gut, ist der nächste Punkt, wo ich ran muss? Aber ich meine, dann wäre es doch eigentlich ein bisschen fairer, auch deinen Mitmenschen gegenüber zu sagen, ich weiß, Rauchen ist total schlecht, das finanziert auch ganz große Missstände auf dieser Welt, aber es ist halt, es aber ist da halt kommen mein wir an Laster. Punkt hin. Das ist immer das Interessante, wenn du als Veganer über Tierethik sprichst, ja, und die Gegenseite, in Anführungsstrichen Gegenseite, wir sind ja keine Feinde in dem Sinne, versucht dann Argumente zu bringen, landen die Argumente immer darauf, ja, aber dann hast du noch dies, ja, dann hast du noch jenes. Genau das ist auch wirklich eins der schlimmsten Sachen, ne? So, du fängst irgendwie an, du machst einen ersten Schritt, du veränderst was in deinem Leben und dann kommen 50.000 Leute und die sagen, ja, aber du machst noch XY und ja, aber hast du auch schon XY gemacht und verzichtest du auch auf XY, denn wenn du nicht 100% perfekt, vegan, bio, nachhaltig und so weiter bist, dann kannst du es ja auch gleich lassen. So, das ist, furchtbar. Darum sage ich ja, Veganismus heißt nicht vollkommen zu sein, sondern das Mögliche zu tun. Absolut. Und du hast auch, wenn man vergleicht Fleischkonsum, Veganismus, da hast du auf jeden Fall ethisch und umweltschutztechnisch die besseren Karten. Absolut. Und welthungertechnisch. Absolut. Gebe ich dir völlig recht. Aber wenn du sagst, du beschäftigst dich jetzt mit Aktivismus, dann machst du ja dem anderen einen Vorwurf, wenn er Fleisch isst. Und deswegen meine ich, Wie würdest du denn reagieren, wenn du die ganze Zeit eine Nichtraucherlobby im Nacken hätte, die dir nicht zugesteht, dass du in einer gewissen Weise einfach Tabak konsumieren darfst? Weißt du, was ich meine? Hab ich es nicht. Wenn ich meine Zigarettenschachtel hole, sind da die Bilder drauf der kranken Lungen. Ja, aber es geht doch auch nicht darum, Leuten, die Fleisch essen, einen Vorwurf zu machen. Es geht einfach, es ist so eine große Misconception irgendwie. Dieses Bild vom, in Anführungsstrichen, militanten Veganer, das ich persönlich in, bis auf sehr, 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 sehr wenige Ausnahmen, noch nie erlebt habe. So. Wenn, wie ich vorhin schon meinte, wenn ich auf Feiern gehe
dann sprechen meistens die FleischesserInnen an, dass ich vegan bin und fangen an, irgendwie direkt sich zu entschuldigen, obwohl ich gar nichts gesagt habe. Ich würde niemals jemandem einen Vorwurf machen. Ich würde auch niemals jemandem vorschreiben, wie er oder sie sich zu ernähren hat. Es geht doch nicht darum, Vorwürfe zu machen, so wie sie das hier anprangert. Es geht darum, irgendwie mit gutem Beispiel voranzugehen und zu zeigen, wie es auch gehen kann und wie easy und lecker man sich vegan ernähren kann. So darum geht es. Es geht nicht um Vorwürfe, Mann. Ja, warum ist auf einem Stück Fleisch nicht ein Bild der Haltungsform oder des toten Tieres, nämlich von der Jagd, wie es dort ausgeweidet, aufgeschlitzt, nicht? Warum nicht ein Bild von den Kindern, die ihre Mutter oder ihren Vater verloren haben? Kann man auch aufdrücken. Von daher hätte ich ja überhaupt kein Problem mit. Aktivismus bedeutet nicht zwingend immer Hochsitze ansägen oder Sonstiges. Ich würde niemals einen Menschen mit meinen Aktionen versuchen, einen Schaden zuzufügen. Ist nicht mein Ding, nicht meine Aktivismusform. Da können wir es aber nachher nochmal drüber unterhalten. Aber Gesellschaftslehrer magst du trotzdem nicht? Nein. Das sind für dich schlechte Menschen. Nein, weil sie töten einfach zum Spaß an der Freude. Spannend. Also ich hätte ungemein Interesse, weil ich finde, unser Gespräch geht in eine Richtung, die jetzt eigentlich richtig interessant wird. Es gibt so viele Dinge, die man aus dem Weg räumen muss. Vorurteile und ein Vertrauen schaffen und auf bestimmte Dinge hinweisen. Und ich habe auch aus meiner Sicht sehr gute Antworten auf viele Fragen oder Aussagen von mir bekommen. Aber natürlich werden wir auch nicht auf einen Nenner kommen. Das wird auch nicht Sinn des Gesprächs sein. Aber trotzdem vieles aufzunehmen. Ja, ich wäre an einem weiteren Gespräch sehr interessiert. Dem kann ich mich ziemlich genauso anschließen, weil ich denke auch, dass genau solche Gespräche auch viel mehr im öffentlichen Raum stattfinden sollten. Yes! Ich liebe das Format, weil ich glaube, genau was sie gerade gesagt hat, mal ins Gespräch kommen, ist das, was irgendwie die letzten Monate, Jahre einfach in unserer Gesellschaft nicht mehr so wirklich passiert. Und deswegen, ich finde das Format großartig. Ich habe bis jetzt jede Folge gesehen und fand das Thema auch jetzt ultra spannend. Ich bin persönlich überhaupt nicht so drin in der Materie von Jagd. Ich wusste überhaupt nicht, dass es diese Unterschiede gibt zwischen Gesellschaftsjagd und für privaten Konsum und so weiter und so fort. Deswegen habe ich auf jeden Fall auch wieder was dazu gelernt. Ich persönlich, ich könnte das nicht, ich würde es nicht übers Herz bringen, ein Tier zu töten, weder aus Spaß noch aus privaten Konsumgründen. Aber dieses Vorteil vom militanten Veganer mal wieder rauszunehmen, es geht nicht darum zu sagen, dass sie deswegen ein schlechter Mensch ist oder ihr vorschreiben zu wollen, wie sie zu leben hat. Aber ja, ich fand es auf jeden Fall super spannend. Lasst mir doch gerne Feedback in den Kommentaren da, ob ihr das Format mögt. Und ansonsten würde ich mich wie immer sehr über ein Like freuen. Abonniert gerne diesen Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. Und dann sehen wir uns nächste Woche mit dem nächsten Video. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.